Yo, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, es ist soweit. Es ist das letzte Video auf meinem Kanal für dieses Jahr. Und ich möchte das Video nicht allzu lange halten, aber ich möchte wirklich so einen kleinen Jahresrückblick euch geben, wie habe ich das Jahr empfunden und wirklich so eine kleine Danksagung aussprechen, weil dieses Jahr war anfangs wirklich wie letztes Jahr und war wirklich trist und hoffnungslos, kann man schon fast sagen. Und endet nicht ganz trist und hoffnungslos, aber so ähnlich, aber hatte im Mittelteil, beziehungsweise im letzten Halbjahr des Jahres, echt Höhepunkte. Und da möchte ich mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ja, alles hat eigentlich angefangen im Januar. Wir waren immer noch komplett im Lockdown. Clubs hatten geschlossen, es gab keine Events. Ich hatte nichts, weder Livestreams noch sonst irgendwas. Es war einfach, ja, komplett alles niedergelegt und es gab nichts zu tun. Die Aussichten waren nicht sehr gut und ich war in dieser Zeit auch wirklich nicht, bin ich ganz ehrlich, nicht gut drauf. Also auch eher traurig als freudig eingestellt. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, aber diese Zeit war wirklich so hoffnungslos, aussichtslos. Es war einfach wirklich deprimierend teilweise, ne? Ich habe im Dezember 2020, beziehungsweise kann man sagen, erst im Januar 2021 richtig losgelegt, dann mit YouTube und TikTok. Weil ich bin jemand, der kann halt nicht nichts tun, ja. Also ich möchte trotzdem aus jeder Situation das Beste machen. Trotzdem war es für mich schwer. Für TikTok, ja, da konnte man viel produzieren, weil ich ja die TikToks hier sowieso im Studio produziere. Aber YouTube hatte ich eigentlich Bock auf Geeklogs und so weiter. Und da war halt nichts zu machen. Habe ich ja angefangen mit Technik-Reviews, von Lichteffekten, von meiner Anlage, von Videos, wie war mein erstes Mal im Club und pipapo. Die Videos sind gar nicht schlecht angekommen, muss ich sagen, und es hat mich auch ein bisschen motiviert. Aber es war noch natürlich nicht wirklich sehr viel Reichweite in Sicht. Ja, man muss sich ja natürlich auch erstmal was aufbauen, was aber mit so Technik-Reviews, finde ich, schwerer ist, als irgendwie mit Live-Einsätzen, Giglogs, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Weil da kann man die Individualität von einem heraussehen. Ein Technik-Review kann jeder machen, da gibt es Zahlen, Daten, Fakten, aber bei einem Giglog, da bist du der Creator von der Party, von dem Video, von der ganzen Gesamtsituation. Wie gesagt, wir hatten auch im Januar natürlich und Februar und ich glaube in den März hinein auch noch wie geil Wetzel-Livestreams auf Twitch. Die waren cool zur Ablenkung, aber man hat halt auch so langsam von den Livestreams auch irgendwie die Schnauze voll, ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, gerade weil es dann ja schon wieder, also wir hatten ja 2020 gar nicht viele Gigs, ich glaube wirklich nur so 4, 5, wenn überhaupt. Und ja, da ging es ja schon wieder im Oktober oder November in Lockdown. Und deswegen sind dann wieder Livestreams. Das hat schon gebockt, aber es war trotzdem einfach eine schwere Zeit, gerade weil auch noch dass diese fetten Ausgangssperren waren und diese fetten Kontaktbeschränkungen. Und ja, wie gesagt, Beginn mit YouTube und TikTok. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht. Und ja, wir hatten dann, wie gesagt, wie geil Livestreams gemacht. Und der nächste Step war dann im April, als TikTok, die ersten TikToks richtig viral gingen, als TikTok anfing größer zu werden. Meine ersten Videos haben angefangen, viele, viele Aufrufe zu bekommen und es war so ein kleiner Hoffnungsschimmer, so ein kleiner, wow, krass, die Arbeit hat sich doch irgendwo gelohnt. Und man muss mal überlegen, ich glaube, ich habe TikTok schon im September 2020 hochgeladen und ja, jetzt war es dann praktisch ja ungefähr 7 Monate später, wo dann mal wirklich so ein Erfolg da war. Ist auch nochmal ein Appell für euch, Freunde, gebt niemals auf. Bei mir hat es auch über ein halbes Jahr gedauert, bis dann meine TikToks mal langsam abgingen. Und da war schon mal so ein erster Hoffnungsschimmer. Wir haben dann im Mai 2021, 15. Mai war, glaube ich, der erste Stream auf meinem eigenen Kanal mit Twitch losgelegt. Ja? Und das läuft bis heute noch und dafür bin ich euch unendlich dankbar, dass wir da so eine geile Community sind, wie auch hier auf YouTube. Und ja, ist auch direkt gut angelaufen. Wir streamen jeden Sonntag, haben bis jetzt jeden Sonntag, fast wirklich jeden Sonntag durchgezogen. Und ansonsten gab es, glaube ich, immer Ersatzstreams am Wochenende, Freitag, Samstag. Wir hatten auch mal donnerstags unter der Woche gestreamt. Ja, das Twitch, da es gab mir wirklich so eine kleine Stütze, weil wirklich viele, viele Leute rübergekommen sind und gesagt, ey, du machst geile Musik und ey. Und das habe ich halt schon lange nicht mehr gehört gehabt und das hat mich wirklich motiviert. Da geht auf jeden Fall ein Dank an jeden raus, der dabei war, der immer noch dabei ist oder dabei sein wird in Twitch in Zukunft. Weil Twitch wird weiterhin bestehen. Twitch macht mir Spaß. Einmal der Woche Livestream ist für mich richtig, richtig nice. Gerade weil es so ein Ausgleich ist zum Club- und Hochzeitsalltag, wo man ja, sag ich mal, immer
nicht das Gleiche spielt, aber immer dieselbe Richtung. Also ich spiele im Club und auf Hochzeiten natürlich kein Hardstyle, außer ganz, ganz selten. Und Twitch ist halt natürlich der Ausgleich, da kann man abgehen, da kann man ausrasten. Das ist halt nice auf jeden Fall. Das behalten wir auch bei. Dann war es so, im Juni gab es dann natürlich die ersten Öffnungsschritte. Man durfte sich wieder mit mehr Leuten treffen, aber so wirklich irgendwie das Clubs aufmachen, hatte ich in dieser Zeit noch keine Hoffnung. Ich hatte auch im Juni meinen ersten Geburtstag wieder und ja, das war für mich einfach wie so ein Befreiungsschlag. Auch wenn es nur Privatfeiern war und es war aber einfach cool. Wir waren dann im Juni auch noch bei Le Schuck zu Gast und das war auch eine richtig fette Party, hatte sich auch richtig gefreut. Dass er wieder Gäste empfangen durfte. Wir waren bei der ersten Party dabei, wo er wieder Gäste seit September 2020 empfangen durfte, also fast ein Jahr später. Und er war natürlich auch richtig gut drauf. Und das war so die Zeit, wo ich mich zurückerinnern kann, jetzt von einem halben Jahr, wo es wieder richtig abging. Es ging wieder was, ja. Und wirklich, ich glaube, ein paar Tage später, ich kann es euch gar nicht mal genau sagen, wie es war. Es war noch dieser Geburtstag, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr, ob der vorher war. Da müsste ich jetzt mal in meiner YouTube-Timeline hier gucken. Ich habe hier gerade meinen Kanal auf. Der Geburtstag war noch, der war noch vor Le Schuck. Okay, dann kam Le Schuck, genau. Ja, und dann sehe ich es auch jetzt schon hier in meiner YouTube-Timeline. Ein paar Tage später kam dann die Nachricht von meinem Clubchef: Wie sieht's aus? Hast du Freitag, Samstag Zeit? Wir brauchen dich zum Auflegen. Und wir hatten zu dieser Zeit Public Viewing im Quasimodo und EM. Und ja, da dachte ich so, okay, ja, gut, draußen wieder schön. Ja, wie machen wir das dann zwischen den Spielen oder also vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel dann so eine kleine Aftershow-Party bis 22 Uhr, wie sieht es da aus? Ja, nee, wir öffnen drinnen wieder. Und ich so, ist das gerade dein Ernst? Also, ich war wirklich an diesem Tag, ich konnte eine Nacht nicht schlafen, weil ich so gehypt war. Oh mein Gott, es ist der Befreiungsschlag, es geht wieder los. Zwar nur mit 350 Leuten, aber ey. Oh mein Gott, der Club hat nach fast 1,5 Jahren wieder auf. Ich blende euch da auch immer so ein paar Zwischensequenzen ein, das darf ich nicht vergessen, von den Auftritten, von den Sachen, wo wir waren. Und einfach zu krass, wirklich, es ging einfach wieder los, unvorstellbar. Und mit dem ersten Gig im Club kamen die ersten Abi-Party-Anfragen wieder rein. Allgemein. Die nächsten Gigs wurden geplant und die Hochzeiten kamen auf einmal alle auch. Ich hatte freitags ja den Club-Gig ausfallen gelassen, habe das meinen Kollegen DJ Scholleschosch machen gelassen, weil ich hatte da eine Hochzeit, die spontan reingekommen ist. Und samstags war dann eben dieser Club-Gig und es war einfach absolut krass, dieses Comeback. Ich habe die Leute im Mikrofon begrüßt, alles sind ausgerastet, ich blende euch das alles ein. Es war für mich wirklich so, so schön. Also so ein schönes Gefühl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich könnte anfangen zu heulen. Das war so schön, wirklich. Genau, und dann Richtung August ging dann immer mehr auf. Wir haben auch dann irgendwann die Kapazität wieder hochgeschraubt bekommen, dass wir komplett den Club ausfüllen durften. Und die YouTube-Gigs kamen dadurch auch immer, immer und immer besser an. Eigentlich mit diesem Start, dass es wieder losging, ging es auf YouTube auch richtig los. Wir zählen mittlerweile fast 750 Abonnenten und Freunde. Ich bin euch da so dankbar. 750 klingt vielleicht erstmal wenig. Für mich ist das so, so viel. Wir haben mit 180 Abonnenten gestartet von einem Gaming-Kanal. Der ursprüngliche Gaming-Kanal war mein Kanal. Und sind jetzt bei 750 Leute. Es haben über 600 Leute auf diesen verdammten Abo-Button gedrückt. Fast 600 Leute. Rechen-Genie. Nee, aber Freunde, wisst ihr, also mir ist das so viel wert, dass sich so viele Leute für, das ist bei uns fast ein voller Club, dass sich so viele Leute für das interessieren, was ich mache. Und es geht ja noch weiter. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Und es wird weitergehen. Ich habe noch ein paar Giglogs in petto, Freunde. Ich habe noch ein paar Videoideen. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es wird ja, denke ich, nicht so lange zubleiben, wie es 2020 war. Aber keiner kann die Zukunft hervorsehen. Aber Freunde, ich gebe mein Bestes, euch weiter mit Content zu versorgen. Gehen wir aber noch ganz kurz weiter durch. September war es dann, glaube ich, so, dass diese 2G-Regelung kam und da habe ich schon wieder so komische Gefühle bekommen. Ich habe mir gedacht, oh nee, okay, da fällt ja schon mal ein Teil weg. Es lief aber trotzdem weiter gut. Die Clubs waren immer noch gut befüllt. Meine Aufträge kamen immer noch rein. Ich hatte wirklich bis no Mitte November oder Ende November jedes verdammte Wochenende Musik gemacht. Mindestens einmal, wenn nicht sogar doppelt. Und das war für mich, das war bei mir 2020, 2019 war das bei mir gar nicht so. Da hatte ich nicht jedes Wochenende Musik. Das kam erst durch diese ganze Corona-Zeit, wo ich mir im Internet auch einen Namen gemacht habe, wo ich meinen Namen präsenter gemacht habe. Das haben die Leute mitbekommen. Und dann immer weiter durch diese Auftritte, die ich dann eben hatte,
ja, ging das eben immer weiter. Und ich habe wirklich jedes Wochenende Musik gemacht. Und bis auf 2 Wochenenden habe ich wirklich jedes Wochenende von Juli bis November Musik gemacht. Und Freunde, es war wirklich eine geile Zeit. Es war eine richtig geile Zeit. Umso deprimierender ist es, dass wir jetzt wieder in dieser Situation sind, wo wir jetzt sind. Aber ganz kurz, die Zahlen stiegen natürlich wieder. Und so Oktober, November hat man dann gemerkt, okay, die Leute gehen weniger weg. Irgendwann kam dann natürlich auch 2G Plus. Und ja, die Leute haben da einfach keine Lust drauf. Es gibt auch so viele Leute, die mal spontan in den Club gehen, die mal spontan sagen, wir sitzen jetzt bei Kollegen bis 12 Uhr und spontan sagen sie, ah, komm, wir gehen noch da und da und dahin. Diese Spontanität fällt schon mal weg. Ganz abgesehen von den Ungeimpften, die komplett wegfallen, die schon jeder vergessen hat, bleiben nur noch die, die wirklich 2G plus durchziehen und die unter 18-Jährigen, die auch ja mit Test rein dürfen, aber auch nur bis 50 Stück. Und das ging mittlerweile dann so weit und dann war es ja noch mit Booster. Und ja, wenn du direkt geboostet bist, darfst du rein. Dann war ein paar Tage später, erst nach 15 Tagen darfst du rein. Und da blickt ja keiner mehr durch, da hat auch keiner mehr Bock drauf. Ja, es ist einfach wirklich eine schwierige Situation. Genau, die ersten Länder haben ja dann zugemacht. Bayern 2021, ja, im November, Ende November. Und wir in Rheinland-Pfalz hatten das Glück, wir durften weiter aufhaben. Jetzt bis letzten Samstag. Ich nehme das Video jetzt am 24. Dezember auf. Und ja, bei uns war es jetzt so, wir hatten letzten Samstag noch die 2000er-Party. Am 18.12. war es, glaube ich. Die waren nochmal richtig gut besucht. Fast 500 Leute, glaube ich. Und das war nochmal ein geiler Abschluss. Was mich da so ein bisschen aufgeregt hat, war dann eben, dass gesagt wurde, in dieser Woche noch, wo diese 2000er-Party war, ja, wir lassen über die Weihnachtsfeiertage auf. Dann hat ja Olaf Scholz gesagt, wir machen am 28. zu, da müssen auch die Clubs dicht machen. Und jetzt hat Rheinland-Pfalz gesagt, wir machen die Clubs schon am 23. dicht. Also die Party, die heute eigentlich wäre, heute wäre nochmal die Xmas-Party, also heute an Heiligabend, die bestimmt nochmal sehr, sehr abgegangen wäre, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, findet nicht statt. Und das ist so eine Sache, da hat Corona keine Schuld, da hat wirklich allein die Politik Schuld. Ich bin keiner dagegen, die Politik tetzt. Aber ich finde das so frech einfach, dass man noch eine Woche vorher sagt, ja, wir lassen auf. Dann sagt man 2 Tage vorher, vor dem Freitag, wo es die Clubs drauf vorbereiten, ja, nein, wir machen zu. Wie? Es gibt halt genügend Clubs und Bars, die darauf angewiesen sind, ja, die kein großes Kapital dahinter haben oder die halt wirklich gerade in dieser schweren Zeit, die kaufen Getränke an, die planen, die machen Werbung, Online-Marketing, das kostet alles Geld, die Plakate, Flyer. Und 2 Tage vorher sagt man, ihr dürft nicht aufmachen. Das ist für mich so eine Sache, die geht überhaupt nicht fit. Das finde ich absolut gar nicht in Ordnung. Dann muss man irgendwie im November sagen, ihr Leute, schaut mal, dass wir in 3 Wochen, kann sein, dass wir zumachen, bla bla bla. Man kann nicht von heute auf morgen zumachen, das geht einfach nicht. Gerade man hat die ganze Zeit auf Zwang 3 Wochen lang aufgelassen, wo andere schon zugemacht haben. Und jetzt ist man in der Position und sagt, wir machen noch früher zu, als eigentlich empfohlen ist. Ich kann es verstehen, ich bin für alle Maßnahmen, ich weiß, wie schlimm Corona ist. Ich habe im Umfeld genug Corona-Fälle gehabt. Ich hatte es selbst noch nicht, zum Glück. Ich hoffe mal, ich weiß es nicht, aber ich hatte mal nichts, wo ich gemerkt habe. Man weiß es ja nie. Aber ich weiß, wie schlimm es ist, aber da muss man früher die Reißleine ziehen und nicht die Leute hinhalten. Das geht einfach nicht. Ich freue mich natürlich, wenn der Club aufhört, aber ich denke auch an die Gesundheit meiner Mitmenschen und von mir selbst. Und wenn auf ist, ist auf. Wir bespielen dann natürlich auch die Clubs und die Events. Das muss halt von der Politik kommen, ja. Ich will jetzt aber gar kein großes Fass aufmachen. Das war aber das, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, auf jeden Fall jetzt zum Schluss. Na gut, auf jeden Fall, ja, jetzt sind wir wieder in der Situation, es ist zu, Kontaktbeschränkungen gehen ja auch wieder auf 10 Personen runter und wir sind fast wieder bis auf die Ausgangssperren in der Lage, wo wir jetzt vor einem Jahr waren. Aber trotzdem rückblickend gesehen, war 2021 ein verdammt wichtiges und ein verdammt geiles Jahr. Ich habe mir einen Namen aufgebaut im Internet, der auch sich in meiner Region ausgeweitet hat. Ich habe mir da wirklich nochmal einen Push gegeben, was mir auch, wie gesagt, bei den Live-Auftritten einen sehr großen Push gegeben hat. Dank euch, vielen Dank an meine Online-Community, die meine Videos teilt, liked, kommentiert, auf YouTube, TikTok, die meine Livestreams schaut. Das hat mir sehr viel gebracht, online als auch im realen Leben. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle an euch. Ansonsten bedanke ich mich an meine ganzen Hochzeitspaare, die ich dieses Jahr bespielen durfte, an meine ganzen Geburtstagskinder, die ich bespielen durfte, an die ganzen Veranstalter der Dorffeste, der Kerbe, die es bei uns gibt in der Region, den ganzen anderen Events, die mir jetzt gerade alle nicht mehr im Kopf sind. Ganz besonderen Dank natürlich an meine Clubchefs, die immer am Start sind. Raphael und Daniel, vielen, vielen Dank, kann ich nur noch mal sagen. Ich bin unendlich stolz darauf, was wir auf die Beine gestellt haben und wie wir dieses Jahr trotzdem geil durchgezogen haben und was noch alles kommen wird, Freunde. Denn nächstes Jahr,
wird es noch viel, viel kranker. Ich kann euch noch nicht so viel sagen, ich möchte noch nicht so viel sagen. Es sind für 2021 viele, viele neue Projekte geplant, jetzt auch direkt im Januar. Das werdet ihr alles noch sehen, Freunde. Ich bin gehypt auf das nächste Jahr, auch wenn wir jetzt wieder in dieser Lage sind. Aber Freunde, denkt an eins, immer. Gebt niemals auf, scheiß drauf, wie die Situation gerade aussieht, wie hoffnungslos es aussieht. 2020 im Januar dachte ich, das war's. Was mache ich überhaupt noch hier? Jetzt stehe ich hier, habe dieses Jahr vorbei und in diesem Jahr ist so viel passiert, obwohl ein halbes Jahr Stille war und jetzt wieder Stille ist. Also es war nicht mal ein ganzes Jahr wirklich, nicht mal wirklich ein ganzes halbes Jahr richtig Aktivität da. Ne? Also weil wir jetzt hier im Dezember schon wieder hier im Lockdown sind, sozusagen. Glaubt an euch, macht weiter. Es gibt immer einen Weg, weiterzumachen. Steht niemals still, auch wenn es so aussieht. Nutzt die Zeit für andere Dinge, so wie ich es auch getan habe. Das soll für euch ein bisschen eine Motivation sein. Und wie gesagt, ich kann mich nur nochmal recht herzlich bei euch bedanken für den ganzen Support. Freunde, es war das letzte Video in diesem Jahr. Ich wünsche euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Ruht euch einfach nochmal ein bisschen aus. Genießt nochmal die letzten Tage hier im Jahr, beziehungsweise heute den letzten Tage, ich lade das Video am 31. hoch. Genießt nochmal die letzten Feiertage mit euren Familien, mit euren Freunden. Genießt einfach nochmal das Leben und dann geht richtig rein ins neue Jahr im Januar. Gebt alles, kämpft für eure Ziele, kämpft für eure Träume. Ich bedanke mich, dass ihr mich bei meinem Traum und bei meiner Geschichte, bei meinem Weg unterstützt. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder mit neuen Livestreams, mit neuen Videos. Auf TikTok, YouTube, überall, mit neuer Aktivität, auf allen Plattformen. Und Freunde, wir hören uns, macht's gut, einen guten Rutsch und wir sehen uns im Jahr 2022. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer DJ Elias.